Guten Morgen. Wir haben die eine Nacht in Jaipur gut verbracht. Lecker geschlafen, würde der Niederländer sagen. Und jetzt haben wir gefrühstückt und ich bin ein bisschen unscharf. Moment. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Accra. So, was mir noch eingefallen ist, dass wir auch heute Rajasthan verlassen und dass unsere Tour durch Rajasthan mit heute quasi beendet ist, weil Accra liegt nicht mehr in Rajasthan. Und für die Leute, die mit Accra nichts anzufangen wissen, also Accra ist das Taj Mahal. Das gucken wir uns aber erst morgen an. So, wir sind jetzt im Accra Fort nach 4,5 Stunden Autofahrt und mit einer kurzen Essenspause, wo das Essen auch wieder übertrieben teuer war im Vergleich zu den anderen Sachen. Und das Witzige ist, bei dem Einlass hier, ich durfte das Treiber nicht mit reinnehmen. Ich habe ein Taschenmesser im Rucksack und alles Mögliche und ich dachte erst, die machen Stress wegen der Kamera. Aber das war alles in Ordnung, nur mein Dreibein bitte einschließen, weil es kann ja gefährlich sein. Ich kann ja mit dem Dreibein wahrscheinlich Leute erschlagen oder keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das ist sehr witzig. Und das Zweite, was uns nun wieder aufgefallen ist, Eintritt kostet jetzt 500 und für Inder kostet der Eintritt 50. Also gibt einen Unterschied um 10-fache. Guck doch nicht so blöd, Mann. Guck mal. Hallo. Hat direkt Hunger. Habt ihr den gesehen? Ich hab Angst, dass er mir mein Füßchen behält. Guck mal. Ah, ich glaube, die haben Hunger. Alles klar. Kannst du. Ja. Du musst ja jetzt auch unbedingt, wenn ich das Video mache, an der Tasche rumfummeln, ne? Ja. Okay. Seht ihr das denn? Wenigstens können wir jetzt sagen, dass wir neben dem Kolosseum schon zwei der sieben neuen Weltwunder gesehen haben. Und ich weiß auch gar nicht, manche machen wir einfach Fotos von uns. Seht ihr den Jungen da im Hintergrund mit dem blauen T-Shirt, der ist eben angehalten, hat einfach nur mal ein Foto gemacht. Jetzt ist er auf YouTube. Thank you.
Hi Leute! Wir sind in unserem Hotelzimmer angekommen, nachdem wir Abendbrot gegessen haben, Schrägstrich Mittag, weil Mittag gab es nicht viel. Außer Naan, was viel zu teuer war für 160 oder 180, ne? 160 oder 180? 180 Rupien. Normalerweise kostet das 40. Also viel zu teuer. Deswegen haben wir nur das Naan gegessen. Und zum Abend gab es Domino's Pizza. Leckere Pizza. Das war auch mal was Tolles. Nicht so wie die Pizza, die wir vor ein paar Tagen hatten. Da waren wir in dem indischen Restaurant und dachten, ach, wir haben mal Lust auf Pizza, um den Magen noch mehr zu schonen und nicht irgendwie indische Gewürze oder so zu essen. Und das war eigentlich nur Naan, was mit Tomatensoße und Käse belegt war. Also es hatte nichts mit Pizza zu tun gehabt. Aber nein. Jetzt sind wir hier in dem Zimmer, was noch nicht mal ein Fenster hat. Was aber ekelhaft stinkt nach Chemie und WC-Stein und so weiter, aber wir sind ja nur eine Nacht hier. Morgen um 7 als erstes geht's zum Taj Mahal. Und was denn? Nix. Achso. Puh. Und dann nach dem Taj Mahal kommen wir her, frühstücken und dann fahren wir wieder nach Delhi. Und was ich euch jetzt noch zeigen wollte, guckt mal an, wie die einfach auf ihre Steckdosen abgehen oder auf ihre Lichtschalter. So, das ist an jedem Eingang, wenn du reinkommst, die hast du für jedes Licht einen Schalter. Dann gibt es noch für die Steckdosen extra Schalter. Und hier wird alles nochmal extra geschaltet. Nochmal einzelne Lichtschalter fürs Bad. Und hier zum Beispiel für Steckdose und nochmal ein paar Lichter, also die gehen mega da drauf ab. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn wir auf dem Weg zum Taj Mahal sind. Dann gute Nacht und bis morgen. Deswegen liegt er jetzt neben seiner Frau im weißen Taj Mahal.
und dort ist alles stark symmetrisch, was mir persönlich sehr gut gefällt. Also ich meine, das ist wirklich alles spiegelsymmetrisch und hast du nicht gesehen. Aber sein Grab stört komplette Symmetrie, weil das einfach dann mit neben seine Frau gesetzt wurde und dann nicht mehr symmetrisch war. Das ist keine Ruhe. Ja, das beschäftigt mich heute Nacht auch noch. Und das Witzige war, dass der Tourguide mit uns Fotos gemacht hat. Das sind so typische asiatische, oder weiß nicht, naja, nicht unbedingt asiatisch, aber sehr gestellte Fotos. Und die zeigen wir euch jetzt. So, wir sind jetzt... Wir haben uns geirrt. Wir fliegen heute doch noch nicht nach Goa, sondern haben noch mal eine Übernachtung in Delhi. Und deswegen haben wir jetzt die Freizeit. Wir sind mittlerweile in Delhi angekommen übrigens. Und gucken uns jetzt noch was in Delhi an. Und jetzt sind wir bei der Verbrennungsstätte von Mahatma Gandhi. Also man ist zwar irgendwie mitten im Park und richtig schön, aber es ist auch so laut im Hintergrund. Richtig krass. Wo willst du dich hin? Hi Leute, wir sind jetzt, haben uns dann für das Restaurant zum goldenen M entschieden. Also mit anderen Worten, wir sind am McDonald's. Ist ein bisschen... Also eigentlich gehen wir nicht zu McDonald's, ne? Und wenn wir in Deutschland sind, gehen wir eigentlich auch nicht zu, also waren wir, ich weiß nicht, wann das letzte Mal in Deutschland mit McDonald's war. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber so Bock auf Pommes, gestern gab es halt Pizza bei Domino's Pizza. Da waren wir Pizza essen und heute gibt es dann Burger bei Mac. Jetzt außerdem einmal so einen indischen Burger. Mac Maharaja habe ich, Chicken und mir einen vegetarischen Mac Maharaja. Wir sagen euch dann, wie es ist. Aber die sieht zumindest schon mal aus wie woanders auch. Also, wie es schmeckt, sagen wir euch dann. Hi Leute, wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer angekommen und sind jetzt das erste Mal mit Uber gefahren. Ist auf jeden Fall echt chillig. Wir haben bezahlt... viel weniger... Schweißegal. Also mit dem Tuk-Tuk haben wir 120 bezahlt. Und zu diesem... von unserem Hotel, zu diesem Gandhi Park. Gandhi. Mahatma Gandhi Gedenkstätte. Und mit dem Uber, das erste Mal Uber von dem Park zu Meckes, hatte 50 Rupien gekostet und von dem Meckes hier zu unserem Hotel nochmal hatte 60 Rupien gekostet. Also das ist sogar günstiger. Und die können dann nicht verarschen. Also man zahlt halt so viel wie die Inder auch, weil der Preis vorher schon festgelegt ist, bevor man einsteigt. Quasi, also extrem chillig. Ja, Was haben wir bei Meckes ausgegeben?
bei Mc's haben wir lediglich, lass mich lügen, 500 irgendwas, ne? Ja, 500 Rupien bezahlt, also ungefähr 6 Euro, 7 Euro. Ah, 520. 520. 520? Ja, 520 waren es, genau. Für zwei Mc-Menü, einmal Mc-Maracha mit Chicken und einmal vegetarisch. Und das war einfach, er kostet die Hälfte von dem, was es bei uns in Deutschland kostet. Jo, ich würde sagen, das war's für heute. Da wir ja heute doch nicht nach Goa fliegen, zieht sich die Spannung noch weiter hin. Aber heute nochmal kurz Trip durch Delhi und morgen vielleicht auch noch ein bisschen was von Delhi. Mal gucken, wie die Motivation ist. Und um 18 Uhr morgen Abend geht das Flugzeug los, startet die Maschine 18.45 Uhr. Ist ein Indigo Billigflieger. Wir hoffen, dass wir nicht allzu viel mit dem Gepäck nachzahlen müssen, weil, glaube ich, nur 15 Kilo mit drin sind und meine Tasche sollte auf jeden Fall mehr als 15 Kilo wiegen. Und da müssen wir vermutlich was draufzahlen. Mal gucken, wie wir es machen. Peace. Dann bis morgen. Gute Nacht.